Wenn man jetzt so eine Geruchsmaschine baut und ernsthaft darüber nachdenkt, wie das funktionieren kann, dann kommt man natürlich ja ganz schnell dahinter, dass man es natürlich da mit Unmengen von Voluminas, von Luft, von Luftbewegungen, von einfach, man muss einfach unglaublich viel Gas transportieren, reinbringen, rausbringen, das mit Gerüchen anreichen und so weiter. Dahinter steckt natürlich eine unglaublich geniale Maschine. Und diese Maschine besteht aus Elektromotoren, aus Ventilatoren, aus 100.000 Dingen, die natürlich auch klingen, weil im Prinzip ja alles, was bewegt, alles, was vibriert, hat einen Klang. Und unsere Fragestellung oder meine Fragestellung wird sicher sein, wie weit macht die Maschine selbst unter Anführungszeichen Musik und wie weit kann man sozusagen diese Musik vielleicht damit ins Spiel bringen? Wie weit kann man sozusagen den Körper, der jetzt dieses Volumen da umsetzt, wie weit kann man den sozusagen auch in seiner Klanglichkeit irgendwie als inspiratives Material nehmen?